Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Prof. Layton. Professor L. Prof. L. Irgendwie kann man den Titel einfach nicht anständig abkürzen. Und das kreischende Phantom oder so ähnlich. Wir haben beim letzten Mal Arianna kennengelernt. Sie mag uns irgendwie nicht so sonderlich. Das könnte daran liegen, dass wir in ihr Haus eingebrochen sind. Oh. Rätsel. Rätsel. Und eigentlich wollen wir jetzt abhauen. Was denn das denn? Ein kostbares Gemälde wird in einem besonderen Rahmen im Museum aufbewahrt. Ein Wachmann hat erzählt, dass das Gemälde einen Hinweis darauf enthält, welcher der vier Schlüssel den Rahmen öffnet. Lass mich raten. Oh. Schade, ich kann sie nicht bewegen. Jetzt geraten, dass man den Schlüssel irgendwie so an das Gesicht halten kann und dann passt das vielleicht. Scheiß drauf, versuch alle vier. Einer wird schon passen. Ich wette, dass man einfach die Form irgendwo hier in dem Gemälde wiederfindet. Keine Ahnung. Der wäre so rum, könnte hinkommen. Also C könnte passen. B glaube ich weniger. Ich glaube C könnte passen von der Form her vielleicht. Keine Ahnung. Gut, war jetzt mehr geraten als alles andere. Ah. Ja, okay, ungefähr so habe ich mir das gedacht. Dann verziehen wir uns mal wieder. So. Arianna hat offenbar etwas zu verbergen. Ich würde allzu gerne wissen, was genau. Sie ist die Mörderin. Aber es gibt doch gar keinen Mord. Sie ist die Mörderin. Luke, du sagtest, Arianna sei schwer krank, richtig? Ja, ich habe nach jenem Fest davon erfahren. Angeblich hat sie nicht mehr lang zu leben. Krebs oder was? Aber ich glaube, Krebs würde sich nicht mehr so kurz munter da sitzen. Das ist ja schrecklich, dabei ist sie noch so jung. Bei solchen Sachen denke ich, bin ich halt sehr unsensibel quasi und denke mir so, ja gut, Kindersterblichkeit mag für viele Leute tragisch sein, aber es ist halt immer noch sehr häufig so gesehen, deswegen passiert. Ihr Vater hat es mir erzählt, selbst die besten Ärzte können ihr wohl nicht helfen. Wahrscheinlich hat sie sich deswegen so zurückgezogen. Natürlich meint sie alle anderen, schließlich glaubt jeder, sie sei eine Hexe. Ja, aber ob das davor oder danach entstand, wissen wir jetzt nicht. Arianna ist keine Hexe, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wo kommt... Das ist immer so eine Sache, die ich mich immer wieder frage, wenn ich den Spruch höre. Wo kommt der her? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wo kommt dieser Spruch eigentlich her? Sollte ich mal googeln. Ich werde es eh vergessen. Bedauerlicherweise ist sie selbst anderer Meinung. Vielleicht können wir sie ja eines Besseren belehren. Das klingt jetzt so, als wäre Layton davon überzeugt, dass Arianna davon überzeugt ist, dass sie eine Hexe ist. Darauf habe ich jetzt noch keinen Hinweis gesehen, aber gut. Das kann man wirklich einfach so sagen, so, nö, ich mag euch nicht, ich bin eine Hexe, verpisst euch. Vielleicht analysiere ich die Dialoge auch zu viel. Eventuell verrät sie uns dann auch, was sie im Moment noch für sich behält. Vielleicht weiß sie tatsächlich mehr über die Flöte. Ja, wir werden ihr helfen. Vielleicht hat sie die Flöte gegessen. Hm? Also, wenn sie an See sind, Wasser sammelt sich im Damm. Ach so, Westen. Okay. Perspektive. So. Wir gucken jetzt auf das Haus. Mit anderen Worten, hinter uns ist der See. Wenn ich da hinten gehen will, lande ich wieder vorm Haus. Mm. Kleiner Fail vom Spiel. Dieser See ist ja überaus atemberaubend. Das ist wohl das Herz der städtischen Wasserversorgung.
Wasser. Regen- und Quellwasser aus den Bergen sammelt sich im Reservoir. Verstehe. Verstehe. Das Wasser, das ihr täglich verbraucht, kommt also von hier oben? Aber die alte rostige Röhre hier wird doch hoffentlich nicht die Hauptwasserleitung sein. Nein, diese Rohrleitungen werden nicht mehr verwendet. Okay, könnte man sie denn noch verwenden, wäre jetzt die interessantere Frage. Man hat sie beim Bau des neuen Wassersystems einfach stillgelegt. Das Wasser fließt aus dem Reservoir nach Mist Ellery. Früher gab es eine Hauptleitung, die mehrere Nebenleitungen in der Stadt versorgte. Und die in der Stadt verteilten Rohre sind demnach Überreste dieser Wasserleitungen. Interessant, ich hatte mich schon gewundert, was es damit auf sich hat. Hier ist ja gar nichts. Ich bin empört. Keine Münzen. Gut, wahrscheinlich habe ich sie jetzt einfach nur nicht gefunden, aber egal. Ich vermute jetzt auch irgendwie, dass einfach so, hey, dieser Damm wird doch für irgendwas wichtig sein. Weil der wurde uns jetzt so aufgezwungen, dass wir ihn uns ansehen. Der muss für irgendwas wichtig sein. Womöglich können uns ja die Einwohner von Hyatt Hill etwas über Ariana erzählen. Ja, vielleicht weiß ja jemand, der in Nils Anwesens wohnt, Bescheid. Wenn sie sich dort seit Jahren verkriecht, glaube ich das zwar weniger, aber gut. Na dann machen wir uns auf die Socken. Oh, was macht ihr hier? Euch beiden sind wir doch schon auf dem Markt begegnet. Jo, das hier ist Veronika. Ich habe keine Ahnung, welche Stimme sie hat und es ist mir auch egal. Und der da heißt Rocket. Ihr zwei erschließt neue Territorien, wie? Kann man so sagen, wir haben eine Probefahrt mit Buckys neuestem Bootsmodell gemacht. Er nennt es Speedboat. Ach, wirklich? Ja, wirklich, brauchst gar nicht so misstrauisch gucken, du Arsch! Also verfolgt uns nicht, etwa weil Crow es euch befohlen hat. Was? Wer hat dir denn den Kopf gewaschen? Jo, nein, wir machen einen speziellen durch die Stadt. Weil, das Schönste am nächsten liegt. Oder so. Verstehe. Na, wir wollen euch aber nicht weiter ausfragen. Tschüssikowski, ihr Asis-Shop. Habe ich irgendwelche... Ich glaube nicht, ne? Nö. Dachte ich, man muss wahrscheinlich erst ein neues Kapitel finden, damit da wieder Rätsel sind. Hallo, Bucky. Soll ich dich fragen? Ach, komm. Bla, bla, bla. Ja, ja, du hast Boote. Ganz toll, Bucky. Du hast Boote. Hier ist niemand. Huch, Professor, was ist das? Man nennt es Nebel. Oder Häuser. Oder Straße. Ich weiß nicht, was du gerade meinst. Schauen Sie da drüben. Das sieht aus wie... Tatsächlich. Was für ein seltsames Objekt. Wollen wir es berühren? Berühren. The fuck? Was ist das? Ich bin fast aus den Latschen gekippt vor Schreck. Upsli, ich war doch nur Gusi. Hallo, ich bin Gusi. Hab glatt meinen Schlupfwinkel entdeckt. Da mein Hinterteil wohl rausschaut. Nein, dein Kopf. Aber sowas auch, Gusi, du Schaf. Ja, ich geh dann mal. Eigentlich waren sie nicht zu übersehen. Und sie wollten sich verstecken, das ist aber nicht besonders gekonnt. Genau, das ist es ja seit Jahren, feile ich an meiner Versteckkunst, aber immer, immer lug ich heraus. Dude, was ist los mit dir? Beim Versteckspielen wurde ich immer als Erster entdeckt und deswegen ist mein Ziel, der beste Versteckspieler der Welt zu werden. Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Du verwechselst da was. Ach, das glaubst auch nur du. Was ich auch mache, mein Fuß, mein Hintern, mein Kopf, irgendwas schaut immer raus. Dauernd falle ich auf, aus der Reihe und auf alle... Lesen kann ich übrigens auch nicht. Aber darüber muss man sich doch nicht aufregen. Ich... Was ist das? Was soll das? Was mache ich hier gerade? Was ist dieses Spiel plötzlich? Also, das ist ja das Problem. Jetzt sehen Sie meinen Bauch. Okay.
Eigentlich sind wir froh, Sie gesehen zu haben. Wir brauchen nämlich Auskunft. Wissen Sie etwas über die Villa Bad? Nicht gerade viel, nur dass alle Bediensteten entlassen wurden und alle Kinder alleine dort wohnen. Also die Kinder. Alle Kinder. Alle zwei. Moment, lugen die Kinder beim Versteckspiel auch heraus? Nicht, dass ich wüsste, wir haben sie noch nicht Versteckspielen sehen. Aber danke für die Hilfe. Oder so. Verstehe, ihr haut mich um Info an und dann geht ihr. Einfach so. Ja. Das war dann wohl Gusi. Eine ulkige Nudel, ja, so könnte man es auch nennen. Ey, du. Bald werden wir das Phantom gefangen nehmen. Ein hausgroßes Ding, was ihr mal eben gefangen nehmen wollt, was Häuser übrigens auch gerne einreißt. Hauptsache, das hat was mit Häusern zu tun. Ja, ja. Dafür gibt's keinerlei Beweise. Bla, bla, bla. Ja, ja. Ariana ist eine Hexe, oder auch nicht? Ist mir ehrlich gesagt auch egal. Maus. Kriege ich irgendwie eine Belohnung für 10 Stück davon, oder wie läuft das? Hier ist offenbar nichts. Und was ist hier? Ey, du. Die Bartbelger, damals haben sie darauf, waren sie drauf und dran, mich hinterrücks die Macht über Miss Tellery, sich die Macht über Miss Tellery zu krallen. Ich nicht lesen können. Jetzt regieren sie nur noch diesen heruntergekommenen Landsitz. Der alte Herr konnte meinem Papa nicht das Wasser reichen. Ihr wisst wohl, was Papa Polizeichef ist. Nein, aber danke für die Info. Die wird bestimmt nützlich sein. Keine Ahnung wofür, aber bestimmt. Gehegter Haarschmuck. Faszinierend. Hallo du, gib mir ein Rätsel. Polizei, Übeltäter und Ganoven im Mystery nichts zu lachen. Also, dank dem Typen, ja. Der Präsident hilft den Schwachen und jagt die Kriminellen. Niemand kann sich mit ihm messen. Er ist Batman! Er irrt sich nie und das versichere ich euch. Er ist geradezu unfehlbar. Ich prophezeie, er wird sich irren und Layton wird dann dastehen und sagen, das ist der wahre Verbrecher. Wette ich drauf. Warum? Weil es in den drei Vorgängern auch so gemacht wurde. Jetzt habt ihr noch frischer Tat, bla bla bla. Ritter Ungestüm. Einmal gab es einen rechten Tumult in der Villa, als ein paar Schlitzohren es lustig fanden, die alten Rüstungen herumzutollen. Es kam, wie es kommen musste, einer der Missetäter fiel um und hinterließ eine riesige Delle in seinem Helm. Natürlich wollte sich keiner zur Tat bekennen, aber wir führten sie alle dem Polizeipräsidenten vor und der sah sie kurz an und fand prompt den Schuldigen. Ja, achso. Welche Verdächtigung hat die beschädigte Rüstung vorgetragen? Entweder der mit dem Hut oder der Blonde hier rechts. Etwas Kreativität, etwas Elan und... Ein Gentleman löst jedes Rätsel. Ja, yeah, er hat eine Beule auf dem Kopf. Zwar nicht an der Stelle, wo der Helm die Beule hat, sondern weiter hinten, aber wen interessiert's? Bla bla bla, langweilig, uninteressanter Dialog, keine Hexeninformationen hier. Hast du was zur Hexe zu sagen? Hallöchen, herrliches Wetter heute, findet ihr nicht? Nein, ich will Regen und Hagel und Blitze. Allerdings, junge Dame, ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen. Dürfen wir einige Fragen stellen? Nein! Ach je, es ist lange her, dass man mit einem echten Gentleman plaudern durfte. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Herzlichen Dank. Ist Ihnen die Villa Bart bekannt? Nö, das Gebäude, was man irgendwie von jedem Winkel der Stadt aus sehen kann, habe ich noch nie gesehen. Nun, Herr Bart verstarb vor etwa einem Jahr. Ich finde... Oh,
Ich mache mich einfach gerne über sowas lustig, weil ich mir so denke, ey komm, manche Fragen, die man stellt, sind halt so unnötig. Komm zum Punkt, anstatt lang um heißen Brei herumzureden. Und angeblich wurden auch alle Angestellten entlassen. Die armen Kinder tun mir von Herzen leid. Ah ja. Sind Sie ebenfalls der Meinung, dass Ariana eine Hexe ist? Gehören Sie etwa zu denen, die den Namen der Kleinen in den Schmutz ziehen wollen? Die ach so unheimlichen Ereignisse in dieser Stadt sind doch nichts anderes als Lausbubenstreiche. Auch das finde ich irgendwie witzig. Das Wort Lausbube haben wir jetzt hier, glaube ich, schon ziemlich oft in diesem Spiel gehabt. Benutzt das heute noch irgendwer? Ich habe, glaube ich, noch niemanden irgendwie dieses Wort ernsthaft nutzen hören. Dieser ganze Phantom-Humbug, wieso gebraucht Leute nicht ab und zu ihren Verstand? Naja, die Sache mit dem Phantom ist was anderes. Das scheint schon recht real zu sein. Vielleicht auch mehr Lidl, aber... ne? Haltet euch lieber an diejenigen, die nichts an solchen Spuk glauben. Ich habe eben einen Freund der Bartkinder westlich des großen Platzes laufen sehen. Ah. Okay, das war alles, was ich brauchte. Ich renne westlich des großen Platzes. Ich nehme an, das ist der große Platz. Das ist der große Platz. Aus. Scheinbar keine Belohnung für 10 davon. Ich habe keine Ahnung, was damit soll. Was ist, steht hier nicht mittlerweile alles drin? Okay. Es kommt mir gerade irgendwie so vor, als hätten wir echt schon sehr viel in diesem Spiel gehabt. So viele Notizen, wie es hier gibt. Das ist ja mehr oder weniger nochmal eine Übersicht, was man bisher in dem Spiel gemacht hat, falls man, weiß nicht, mal 2 Wochen Pause macht. Meine Fresse, ist das hier viel. Ich könnte mich auch langsam mal ein Puppenspiel versuchen. Ich glaube, den ersten sollte ich mittlerweile nicht komplett haben. Den ersten Akt. Hallo, ihr seid ihr etwa Touristen? Nein, wir haben hier sozusagen zu tun. Kannst du uns etwas über die Villa Bart verraten? Die Villa Bart, mein Freund wohnt da. Er heißt Toni. Es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Vor kurzem habe ich aber einen bärtigen Greis hier herumschlendern sehen. Wisst ihr, wer das ist? Naja. Du meinst Seamus, den Gärtner, richtig? Putziger Name, oder? Ich sehe ihn immer im Boot zum Markt mit einer riesigen Tasche für die Einkäufe. Seid ihr auf der Suche nach ihm? Nein, nein, vielen Dank. Dann schauen wir uns mal auf dem Marktplatz. Warum? Ich dachte, wir wollen jetzt... egal. Eben, hör dich in Hayat Hill um, ist unsere Aufgabe. Lass mal zum Marktplatz gehen, der komplett außerhalb von Hayat Hill liegt. Klingt nach einem Plan. Ach so, und jetzt muss ich natürlich zu Fuß laufen, weil... ja gut, weil Bucky wahrscheinlich dann jetzt mit Seamus losgefahren ist, im Boot. Geil, ich darf dann erinnern, dass Bucky meinte, ja, mit meinen Booten kommt ihr immer schnell von A nach B. Ja, man kann es nur scheinbar nicht nutzen, was ist los? Gerade habe ich einen alten Mann... ach so, ja, stimmt, ja. Ja. Seamus ist unterwegs zum Markt. Ich hab's kapiert. Ich spaß mir jetzt aber hier mit den Leuten zu sprechen, auch wenn vielleicht noch ein oder anderen Rätsel haben könnte. Wir wollen zum Markt. Erstmal Gemüse kaufen. Dann schauen wir uns mal ein wenig um. Ist Seamus hier irgendwo? Herr Professor, wird Seamus nicht sauer sein, wenn er bemerkt, dass wir ihn beschatten? 2 Punkte, Luke. Erstens, er hat keinen Grund, uns dafür anzuschnauzen, dass wir auf dem Markt sind, wie er auch. Zweitens, er sollte uns halt nur nicht bemerken. Wir machen nur einen Stadtbummel und wir sollten wir ihn partout nicht finden, fragen wir einfach nach. Genau. Wen fragen wir denn da? Die alte Toffi? Guter Plan. Hallo. Sieh schon wieder, seit letztem Mal sind sie nicht jünger geworden. Keine Süßigkeiten. Ah! Irgendwie kann ich heute nicht so gut die alte Frauenstimme. Ich sollte mir einen Tee machen, vielleicht geht's dann besser. Ach
Ja, sind wir gerade sowieso. Wir sind gerade sowieso in einer wichtigen Sache. Moment mal! Au. Das war wahrscheinlich ein bisschen laut. Tut mir leid. Wo sind denn all ihre Süßigkeiten abgeblieben? Sind alle ausverkauft. Dir kann man allerdings sowieso. Dir kann es sowieso egal sein, Schätzchen. Wirklich? Aber sie hatten doch immer so viele. Naja, wenn jemand einen Jahresvorrat Süßigkeiten kauft, dann läuft das halt so. Eine kleine süße Naschkatze mit viel zu viel Taschengeld hat sie sich alle geschnappt. Okay. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Kind da antanzt. Ich hätte gern alle Süßigkeiten, die sie haben. Macht 100 Euro. Hier. Fertig. Haben Sie vielleicht auch einen alten Herrn mit einem weißen Rauschebart gesehen? Nein, Clarence war zwar hier, aber dem würde selbst kein Bart wachsen, wenn man ihn düngt. Wer ist Clarence? Nur ein kleiner Junge mit hellbraunen Haaren kam hier vorbei. Ist gar nicht lange her. Der Kleine hat all meine Bonbons gekauft und ist dann verschwunden. Und wenn so ein Kind schon den ganzen Weg von Hyatt Hill kommt, ist das was Besonderes. Woher weißt du, dass er aus Hyatt Hill kommt? Nehmen denn viele Leute den weiten Weg... Weiten Weg? Ich meine, du läufst bestimmt 10 Minuten. Ne? Also, das ist schon weit. Ernsthaft. Natürlich, bei mir gibt es nur das Beste. Wie schade, dass sie nie in die Genuss meiner Leckereien kommen. Ach komm schon, jetzt reib's ihr nicht unter die Nase. Langsam wirst du fies. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann fragt doch die Kinder auf dem Markt. Und nun los, schwert ab. Emmy, wenn Sie unbedingt was Süßes wollen, kann ich Ihnen helfen. Wirklich. Nein, nein, ich bin kein kleines Kind mehr. Och, stell dich nicht so an, Emmy. Nächstes Mal kaufe ich Ihnen trotzdem was. Ja. Ja, das wirst du. Okay. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier erstmal Feierabend. Meine Stimme kratzt nämlich gerade so ein bisschen ab. Fühlt sich nicht schön an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.